September 2015. Gott, der Allmächtige, stülpte einen schwarzen Sack über den Mond und färbte den Mond danach rot wie Blut zum Blutmond. Und ich wusste, drei Nächte und drei Ewigkeiten sind Vergangenheit, wobei eine Ewigkeit 5125 Jahre andauert und eine Nacht mindestens 10 Jahre. Die drei Tage sind vorbei und Nächte auch. Und Gott im Himmel rollte den Himmel ein für mich alleine und es fielen mir die Wermutssterne Gottes aus dem Himmel zu. Ich bin der, der von der dritten in die vierte Ewigkeit reinlebt. Der vierte Sohn Gottes des Allmächtigen, der im Himmel wohnt. Das A und O. Wir befinden uns als Menschheit kurz vor der Tages- und Nachtgleiche. Das ist der exakte Punkt zwischen der dritten und vierten Ewigkeit. Dem schwarzen Freitag, den 13.04.2020. An dem ich das sechste Siegel öffnen werde. Gott, der Allmächtige, wirft um kurz nach Mitternacht den Feuerball Apophis ins Menschenmeer, auf die Erde. Mir allein ist von Gott im Himmel gegeben, den Himmel auf Erden zu zerstören, weil ihr die 10 Gebote gebrochen habt. An diesem großen Tag meines Zorns werde ich zum vierten Mal lebendig. Das sage ich, der da war, der kommt und da ist. An diesem heiligen Tag, an dem sechste Siegel aufgeht, um genau eine Sekunde nach Mitternacht, kommt der Feuerball aus Stein und Metall auf die Erde und ich werde das Menschenmeer mit Feuer und Blut vermischen. Apophis kommt durch die Mitte unserer Galaxie, die Milchstraße. Das ist die vierte Apokalypse, die vierte heilige Zeit. Folgt mir ab dem großen Tag meines Zornes im Glauben, denn ab da wird sich die Sonne schwarz verfinstern. Und wird zur schwarzen Sonne. Das sage ich euch als euer Bruder und Mitknecht. Das sage ich allen guten Menschen. Alle Menschen, die dieser Hölle entkommen, sollen den Gräsern und Sträuchern nicht wehtun. Nur den faul gewordenen Früchten meines Zornes. Wie ein Heuschreckenschwarm überall auf der Erde. Das ist das Weltgericht, die Apokalypse. Mir allein ist von Gott im Himmel gegeben, große Teile der Erde zu verbrennen. Und zu verkokeln und zu versengen und alles, was sich darauf befindet, mit sehr großer Hitze. Ich habe diese kleine Kraft und werde am großen Tag für die Menschheit zum vierten Mal lebendig. Das ist meine vierte Auferstehung von den Toten. Folgt mir ab dem großen Tag meines Zorns, den schwarzen Freitag, den 13.04.2020 und ich mache euch zu Regierenden und Königen in euren Ländern. Und zu Eckpfeilern in meinem Tempel. Das sage ich, der vierte Sohn Gottes des Allmächtigen, der Augen hat wie eine Feuerflamme, wie von einer Fackel, und euch begleiten wird durch die schwarze, dunkle Zeit, denn der Tag meines Zornes kommt bald. Ich bin der 13. Prophet des Kelten und evangelischen Christentums, der den Zeitgeist den Punkt genau trifft und den Kriegs- und Richtgeist festhält. Und ab da auf die ganze Welt loslässt, das sage ich, der die Hölle aufschließt mit dem Schlüssel des kleinen Mannes David und so lange die Hölle auflässt, bis fast alle bösen Menschen tot sind. Ab diesem schwarzen Freitag, den 13.04., der große Tag meines Zornes, ab Mitternacht. Schon lange haben sich böse Menschen in der letzten großen Stadt Jerusalem eingeschlichen, die mittlerweile an vielen Tümpeln und Wassern sitzt. Die alte Prostituierte. Und sie haben sich nicht mehr gekümmert um den Baum des Lebens. Die Wurzeln sind die Menschheit selbst. Der Hauptstamm sind die Urstämme. Aus denen Äste hervorgehen, das sind die Völker und die Zweige die Nationen. Die Blätter sind Sprachen und die Früchte die Gerechtigkeit. Wie ein Feigen- oder Apfelbaum. Aber es geht nicht mehr gerecht zu auf der Erde für alle Völker und Nationen. Ab dem großen Tag meines Zornes, dem Freitag, den 13.04.2020, an dem der Feuerball einschlägt, will ich, dass ihr Jerusalem zerstört und alles, was mit Jesus zu tun hat, verbrennt und alle siebenarmigen Leuchter, den Antichrist, Trump, den Satans und Drachen einfangt und so lange leben haltet, bis ich ihm sein kleines, verkommenes Herz auf meinem Altar rausreißen werde und dass ihr alle Bösen richtet und bekriegt. Es kann ein Diktator sein oder Machthaber oder ein kleiner Terrorist
beide, die kleinen und die großen Bösen. Aber wägt genau ab. Entscheidet ihr, wen ihr richtet und bekriegt. Es sind Schlangen. Ich werde am großen Tag meines Zornes Feuer und Blut vermischen und den Himmel auf Erden zerstören. Denn dann ist das Maß voll und es werden geerntet all die faul gewordenen Früchte meines Zorns in der vierten heiligen Zeit. Der Apokalypse. Im Menschenmeer, das sage ich, der die Herzen und Nieren erforscht und die sieben Geister Gottes fest einhält. Es ist nicht entscheidend, ob du zu den zwei großen Glaubensbergen wahren Islam oder evangelischen Christentum aus dem Menschenmeer hingehst oder ob du zu den kleineren Glaubensinseln gehst. Hauptsache, du glaubst ans Gute und an Gerechtigkeit, denn die Nächte sind kurz. Ich sehe Schifffahrer, das sind Machthaber und Regierungen auf dem Menschenmeer segeln und herumfahren und andere, die dort herumschippern, sich bereichern und nicht den Willen ihrer Völker vertreten. Es gibt viele Kreaturen unter der Sonne. In meiner vierten Schale grimmigen Zornes hat sich so viel Ungerechtigkeit aus den letzten 5125 Jahren angesammelt. Das sind die Tränen der vergessenen Menschen aus dem Himmel, was mich und jeden guten Menschen zornig und sauer macht. Ich sehe die Kinderarmut weltweit und Hunger und Durst. Viele Tote durch unterlassene Hilfeleistung. Ich sehe die hohe Kriminalität und Armut in Südamerika und Korruption. Ich sehe, wie Hassprediger die Menschen in die Irre führen, Attentäter, Terroristen, als würde es Frösche regnen aufgrund falschen Religionsverständnis. Ich sehe, wie Völker sind, die Roma und Kurden kein eigenes Land haben und verarmen und Palästinenser um ihr Land betrogen wurden. Ich sehe, wie Gentechnik normales Wirtschaften unmöglich machen und Massentierhaltung. Ich sehe, wie Neid und Missgunst unter den einst zugleich nebeneinander lebenden Völkern herrscht. Ich sehe, wie Bauern entstehen, die Familien trennen. Ich sehe Menschenrechtsverletzungen in Kriegsgebieten, im Nahen Osten, in Afrika und Kindersoldaten. Ich sehe, wie das Wort Gottes untergegangen ist seit mehr als 2000 Jahren und seine 10 Gebote gebrochen wurden und die 7 Sünden in vielen Herzen wohnen. Ich sehe die leichtsinnige Verschmutzung der Umwelt. Ich sehe Schlangen wuchern und nicht-islamisches Abkommen durch Europa mit Libyen und der Türkei. Ich sehe, wie Zinsen und Zinseszins gang und gäbe geworden sind. Ich sehe, wie Deutschland Waffen liefert an die vielen gottlosen Machthaber in der Welt, die faul gewordenen Früchte meines Zornes. Saudis, Katar, Hintermänner des Terrors. Ich sehe die Hinrichtungen in Chinas Gefängnissen. Ich sehe Menschenversuche, Organhandel. Ich sehe, wie die vielen gottlosen Schifffahrer auf dem Menschenmeer segeln und darauf und die Kaufkraft des Geldes und ihre Währungen schamlos ausnutzen in allen vier Himmelsrichtungen. Ich sehe die Korruption in Russland, Rumänien, Bulgarien, Ungarn zum Nachteil ihrer eigenen Völker. Ich sehe, wie die USA seit langem gottlose Machthaber im Nahen Osten einsetzt, die dann regelmäßig ihre Völker unterdrücken und ermorden, wie in Ägypten, Kuwait, Libyen, Libanon, Afghanistan. Ich sehe Armutsgebiete, Ghettos, Flüchtlingslager, Elendsviertel, keine ärztliche Versorgung gibt es dort, im Gegenteil sogar Morde und Vergewaltigung. Ich sehe Dürre, Hungersnot voraus und mindestens 50 Millionen Tote in Zentralafrika bis zum Freitag, den 13.04.2020. Den großen Tag meines Zorns. Ich werde spätestens am Freitag, den 13.06.2025, den dritten Himmel mit Hilfe des Allmächtigen und den Feuerball Aprosis zerstören. Die Gebete der drei heiligen Könige vor mir wurden erhört. Ich sehe, wie sich über die 12 Propheten vor mir lustig gemacht wurde. Verfolgung durch die katholische Kirche, nur weil sie auf den Präzisionszyklus des Feuerballs aufmerksam gemacht haben. Und über den wahren Islam bis hin zum Evangelium das Wissen über die Zeit gerettet haben.
Ich danke Ihnen und Martin Luther. Ich sehe, wie zusätzlich die nukleare Gefahr für die ganze Welt sehr groß ist. Ich sehe die soziale Ungerechtigkeit in Amerika, die bankrott sind. Ich sehe Knebelverträge der Pharmaindustrie auf Kosten von kranken Menschen. Ich sehe, wie Politiker überall auf der Welt sich eigene Gesetze stricken, um später davon zu profitieren. Ich sehe, wie der Vatikan Milliarden hortet, für Millionen von Toten verantwortlich ist. Gequälte Sklaven, Kinder, Naturvölker, die dezimiert wurden, katholische Heuchler. Ich sehe die vielen Hungertoten in Afrika und des ehemaligen Ostblocks, die Vergessenen. Ich sehe, dass alle Währungen und Union vertilgt werden ab dem großen Tag meines Zornes. Ich sehe, wie Jesus, der König der Habgier und Heuchler, die Menschen so lange zum Narren gehalten hat. Fragt man dort nach, trifft man auf eine Mauer des Schweigens und sie beklagen sich. Sie haben bereits ihre unterirdischen Bunker, ihre Vorratskammern sind gut gefüllt. Ich sehe, wie Tierarten kommerziell und rücksichtslos gejagt und ausgerottet werden. Ich sehe, wie die Habgier so groß geworden ist, sage ich, der da war, der da wiederkommt und da ist. Ich sehe, dass es Zwangsprostitution, Kindersoldaten, Sklaverei gibt. Ich sehe, wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit untergraben werden. Ich sehe, wie gottesfürchtige Menschen um ihre Häuser betrogen werden, von Seglern, Betrügern, halbstarke Terroristen. Ich sehe viele Tote durch Armut, Mafia, Bandenkriege. Ich sehe, wie ein falsches Religionsverständnis die Menschen seit über 2000 Jahren spaltet. Und vieles mehr sehe ich an Ungerechtigkeiten auf der Welt. Seht ihr das nicht? Stellt euch nicht taub. Es wird für ewig so bleiben, es wiederholt sich zum vierten Mal. Und alle, die nicht an den großen Tag meines Zorns glauben, den schwarzen Freitag, den 13., an dem der Feuerball aus Stein und Metall, Aprosis vom Himmel, ins Menschenmeer von dem Allmächtigen geworfen wird. Haltet gut fest, was ihr habt, alle ihr Zweifler, halbstarken Terroristen, Schifffahrer, Segler, gottlosen Machthaber, Kinderschänder, Betrüger, alle Verantwortlichen für all das, ihr Hunde, Hassprediger, korrupten Schlangen, Götzendiener. Denn ich komme wie ein Dieb in der Nacht und ich stoße euch weg von euren ungeröschten Göttern aus Elfenbein, Stein, Holz, Kreuzen, Ketten und siebenarmigen Leuchtern zum vierten Mal. Das sage ich, der Erste und Letzte, der Sohn Gottes des Allmächtigen, der im Himmel wohnt und seine Wermutssterne hat. Habt Mut, euch zu wehren überall auf der Erde, alle guten Menschen. Denn wir sind in der Mehrzahl, ab dem großen Tag meines Zorns, den Freitag, den 13., und ich gebe euch die Krone des Überlebens. Gegen all die Schifffahrer, Segler, Unterdrückten, Regierenden und alle, die unsere Welt schlecht und bösartig machen. Ihr dürft in naher Zukunft von dem Wasser aus meinem Mund kostenlos trinken. Und wir beginnen gemeinsam die vierte Ewigkeit, den vierten Tag. Ab Oktober 2025, wenn die Sonne wieder aufgeht und meine Auferstehung zum vierten Mal vollzogen ist. Dann werde ich zunächst mal eure Tränen trocknen. Und wir sollten uns dann besinnen und beruhigen. Alle Völker und Nationen bekommen ihr Land, auch die neu dazugekommen sind. Und der Baum des Lebens trägt wieder Früchte. Es wird wieder gerecht zugehen. Und wir verteilen die Ressourcen, Nahrung, Wasser auf alle Völker und innerhalb aller Nationen gerecht. Auch Krieg wird es dann keinen mehr geben. Das werden wir als Weltgemeinschaft nicht mehr tolerieren und sofort einschreiten. Und in Zukunft bewahre ich euch von den bösen Absichten einzelner Menschen. Es wird dann der Freiheitsgeist herrschen. Es wird freiheitlich zugehen. Dort wird mein Thron der Herrlichkeit stehen und alle Völker sind willkommen. Es wird der vierte Himmel auf Erden. Mit dem Feuer kommen die Wände. Ich bin evangelischer Christ und glaube tief und fest ans Gute, kenne aber auch die Tiefen des Bösen.
und bin davon überzeugt, dass jedes Volk und Nation ihr Recht auf Freiheit haben und gemeinsam auf der Erde im Einklang miteinander leben sollten. Meine Braut ist die ganze Welt und ich werde sie heiraten. Macht euch euer eigenes Bild davon. Ich bin der 13. Prophet des Kelten und evangelischen Christentums. Und mein Herz ist groß, dass die ganze Welt reinpasst. Ich bin der 4. König aller Könige und Herr aller Herren. Und ich werde mit meinen Angehörigen spätestens im März 2020 in das Reich der Unterwelt hinabsteigen und im Oktober 2025, wenn die Asche sich verzogen hat, wieder auferstehen. Am 4. Tag der 4. Ewigkeit, meine 4. Auferstehung. Trump ist der Antichrist, weil er die 7 Sünden im Herzen trägt, das klein und dunkel ist und für sich und seine Leute die Welt besitzen und ausbeuten will. Und all die gottlosen Verbündeten. Haltet ihn so lange gefangen, bis ich ihm 2025 sein Herz auf meinem Altar herausreißen werde. Folgt mir ab dem großen Tag meines Zorns, dem schwarzen Freitag, den 13.04.2020. Denn da wird der Feuerball ins Menschenmeer einschlagen. Und kurz nach Mitternacht. Ich bin der Erste und Letzte. Für die Könige vom Aufgang der Sonne im Oktober 2025 und alle, die bis dahin noch überlebt haben. Der Tag meines Zornes, der schwarze Freitag, wird der schlimmste Tag seit 20.520 Jahren, seitdem es den Baum des Lebens gibt. Es tut mir leid für euch guten Menschen, für die Bösen nicht. All das steht in meinem Überlebensbuch der evangelischen Bibel, Johannes-Offenbarung, 7 Siegel. Mir ist gegeben, das alles zu erkennen. Und am schwarzen Freitag, den 13.06.2025, lasse ich es nochmal vereinzelt großes Feuer vom Himmel regnen. Ich bin der Barmherzige und nicht mehr oder weniger wert als jeder gute Mensch. Diese Weissagung könnt ihr als scharlachfarbenes rotes Pferd annehmen und ich sitze darauf und es liegt in meiner Hand. Ein goldenes Rohr zum Abwägen. Vorsicht vor meinem Zorn. Dem großen Tag, den schwarzen Freitag, den 13. Um kurz nach Mitternacht. Das Gesamt und Böse und Schlechte auf der Welt hat mir die Weltherrschaft angeboten. Der böse Riese und gemeine Riese Goliath. Übersetzt diese Weissagung in alle Sprachen und alle Völker und Nationen, euer Bruder und Mitknecht. Ich werde euch aus dem Würgegriff der alten Schlange befreien. Außerdem brauche ich aus jedem Volk ein junges Ehepaar, um sie in Sicherheit zu bringen, für danach. Das ist der Sonnen- und Mondkalender der Naturvölker, Kelten, Maya, Turkmenen. Legt euch Nahrung, Kleidung und Waffen zu.